Freunde, heute gibt es den nächsten Quick-Tipp und zwar, es geht um die TUT, Time Under Tension. Habt ihr bestimmt schon mal gehört, also passt auf, ganz einfach. Es gibt einen Bewegungszeitraum von 20 Sekunden, Belastungszeitraum, dann gibt es einen Belastungszeitraum von 20 bis 65 und von 65 unendlich, okay? Im ersten Zeitfenster, das sind die Wiederholungszahlen 1 bis 6, da wird vorrangig die Kraft trainiert. Im zweiten Zeitfenster von 20 bis 65 Sekunden wird vorrangig die Hypertrophie-Muskelaufbau trainiert. Alles, was über 65 Sekunden Dauerbelastung rausgeht, ist für die roten Muskelfasern, für den Fettstoffwechsel. Also, erstes Zeitfenster, eine Wiederholung bis 6 Wiederholungen, 20 Sekunden belastbar. Und dann haben wir 20 bis 65 Sekunden, 6 bis ca. 15 Wiederholungen. Und dann haben wir über dem Reizzeitfenster von 65 raus, die Wiederholungszahl 15 und mehr für den Fettstoffwechsel.